Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Was macht denn der Arkus auf dem Friedhof vor der Kathedrale, fragt ihr euch natürlich. Ich will natürlich Leichen schänden, was auch sonst. Nein, Spaß beiseite, ich will wieder ein junger Link werden, ich will mich wieder zurückreisen lassen in die Vergangenheit. Denn ich dachte mir, und das habe ich auch aus den Kommentaren herausgelesen, es kann nicht schaden, wenn ich, bevor ich den Wassertempel bestreite, ein paar Dinge als junger Link nachhole. Ein paar Herzteile, ich will unbedingt die Fee besuchen, weil die wohl ein sehr wichtiges Item hat, was mir sehr nützlich sein kann im Wassertempel. Ich will angeln, ich will dies und das machen, ich will einfach alles machen, was ich als junger Link verpasst habe. Das kann ein bisschen länger dauern. Ein paar Herzteile habe ich nachgelesen, ein paar weiß ich. Ihr könnt aber wie immer mir hilfreiche Kommentare hinterlassen. Das wäre sehr nett von euch. Ich erlaube es euch hiermit, mich ein bisschen zu spoilern, wo ich Herzteile finden kann. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Kathedrale und verwandeln uns zurück. Ja, aber was heißt zurückverwandeln? Wir verwandeln uns ja nicht zurück. Wir reisen in die Vergangenheit 7 Jahre zurück, damit wir wieder ein kleiner junger Bursche sind, der so süß ist, dass kleine Omas ihn gerne in die Backen kneifen wollen. Und hier muss man ein bisschen stiller sein, das ist ein heiliger Ort. Oh, schick, was machst du denn hier? Du siehst ja schick aus. Du hast jene bösen Geister vernichtet, die im Tempel hausten. Und du hast Salia erweckt. Doch sie ist nicht die einzige, die deiner Hilfe bedarf. Um alle Weisen zu erwecken, musst du noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen, in die Tiefen des Wassers und sogar durch die Zeit. Willst du in die Zeit, aus der du kamst, zurückkehren, so platziere das Masterschwert wieder im Zeitenfels. Tust du dies, so reist du 7 Jahre in der Zeit zurück. 7 Jahre in Tibet. Ich mag den Film nicht. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an die an... Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten. Das Lied, das du spielen musst, um zur Zitadelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts. Super, ein Teleportationszauber. Ein Lied in dem Sinne. Super. Dann sparen wir uns den weiten Weg. Ach, das klingt so schön, wenn er auf seiner Harfe spielt. Dann wollen wir mal nachspielen. Ach, ist das schön. Ich mag die Lieder in Zelda. Da, 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 da. Da, da. Meine Ocarina glitzert. Du hast die Kantate des Lichts erlernt. Solange du die Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch Macht über die Zeit. Link, wir sehen uns wieder. Ja, und da verschwindet er sie es wieder. Mit einem großen Pompon. Pompon, 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 Pompon. Ich kann heute echt, was soll das überhaupt bedeuten, was ich gerade sagen wollte? Ich weiß es selber nicht so genau. Und wieder reinstecken. Das hat ja echt was von Excalibur, aber das ist, glaube ich, auch Absicht. Na komm. Ha! Und jetzt sind wir wieder klein und knuffelig. Ach, süß. Süße Robbenbabys. So, was machen wir zuerst? Ja, ich will das einigermaßen chronologisch machen. Ihr kennt mich. Ich bin niemand, der chronologisch das Ganze abarbeiten kann, weil das meine Let's Play-Art einfach nicht hinbekommt. Aber einigermaßen. Ich werde jetzt erstmal alles machen, was ich hier so machen kann in der Nähe, damit ich mir einfach die Laufwege sparen kann. Erstmal werde ich mir Rubine besorgen. Das könnte jetzt ein bisschen aufwendig werden, ein bisschen langweilig zum Zuschauen, weil ich jetzt in diesen komischen Raum reingehe, wo ganz viele Krüge stehen und dort werde ich mir ganz viele Rubine organisieren, weil es nicht schaden kann, ein paar Rubine auf Tasche zu haben. Ich will das aber auch nicht schneiden, weil ich bevorzuge ja immer die ungeschnittene Fassung. Wenn euch das also zu langweilig ist und ich auch nicht direkt weiß, worüber ich dabei reden soll, dann könnt ihr gerne vorspulen, ihr könnt es aber auch lassen und meine lieblichen Worten lauschen, während ich meine Aggressionen an harmlosen Krügen auslasse. Das müsst ihr entscheiden. Ich, Link, bin natürlich der weltbeste Krügezerscheller.
Weltbeste. Das hat doch immer Carlsson vom Dach gesagt, ne? Und Carlsson vom Dach, den fand ich damals immer total gruselig. Ich weiß auch nicht warum. Der sah so eigenartig aus und der hatte immer so eine freche Schnauze. Der war sowieso der Beste in allem. Und ich mochte den einfach nicht. Ich konnte den einfach nicht leiden. Und der hatte hinten Propeller und dann ist der immer so doof durch die Gegend geflogen. Und die Serie ist, glaube ich, auch uralt. Müsste aus den 80er Jahren sein, wenn nicht sogar noch früher, so wie das aussieht. Also ich weiß, ich habe mir nie gefallen. Lief immer auf Kika und ich mochte das nie. Ich war sowieso mehr der Freund von Zeichentrickserien. So echte Serien mit so echten Menschen so aus Fleisch und Blut. Das war nie so mein Ding, die auf Kinder halt abgeschnitten waren, zugeschnitten waren. Schloss Einstein habe ich damals immer geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das läuft ja immer noch. Mittlerweile kann ich natürlich damit überhaupt nichts mehr anfangen, aber früher habe ich das ganz gerne geguckt. Das hat ja immer diesen Titelsong gehabt von Relax, der so ein bisschen umgeschrieben wurde. Also die Melodie war von Relax, Take It Easy und so, und da war das ein bisschen umgeschrieben, so von wegen, weiß ich nicht. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause, in meinem Bett durchs Internet oder so ähnlich. Einstein hatte auch nur eine 4 in Mathe und so ein Scheiß halt. Dass ich so einen Scheiß einfach nicht vergessen kann, das ist einfach festgebrannt. Weiß ich nicht. Wie die Markierung auf einer Kuh, die eingebrannt wird, ist das bei mir auch so. Man kriegt es nicht mehr weg. Da wächst auch kein Fell drüber. So. Ja, ich mache das jetzt, bis ich 199 habe. Ist ja gar nicht mehr so lang. Wir haben ja schon 100. Das ist ja schon die Hälfte. Das ist ja schon die halbe Miete, ne? Ja, was machen wir denn zuerst? Ich glaube, ich werde erstmal gleich in die Schießbude gehen. Das kann man mal machen. Das ist zwar nicht allzu wichtig, aber ich mache es einfach mal. Einfach der Vollständigkeit halber. Da muss ich das Wien-Spiel unbedingt machen, mit den Bomben, weil da kann ich auch ein Herzteil gewinnen. Dann muss ich irgendwie einen Hund zu einer Lady bringen, das weiß ich auch noch. Ich weiß aber nicht, welcher Hund das ist. Das heißt, das wird gleich Rate mal mit Rosenthal. Da muss ich nämlich dann herausfinden, welcher Hund denn zu der Lady gebracht werden soll. Das wird, glaube ich, auch nicht so einfach, weil ich das halt nicht weiß. Ja, und ansonsten lassen wir es einfach auf uns zukommen. Es gibt überall etwas zu tun. Und wie gesagt, da das Projekt wirklich sehr zeitnah ist, ich bin immer aufgeschlossen für Tipps, für Sachen, die ich eventuell vergessen haben könnte, könnt ihr mir gerne schreiben. Ihr müsst aber euch nicht die Mühe machen, jetzt irgendwie alles aufzulisten, was ich als junger Link machen kann. Das kann ich auch selber nachlesen. Ne? Es geht nur darum, wenn ich irgendwo vielleicht was vergessen haben sollte, dann könnt ihr vielleicht sagen, hier, du hast da übrigens das Herzteil vergessen, das könntest du doch nochmal kurz holen, dann mache ich das. Aber ihr müsst jetzt echt keine detaillierte Beschreibung mehr dahin klatschen. Das steht auch alles in Komplettlösung, da, wenn ich da mal nachschaue. Ein paar Sachen will ich auch wirklich aus dem Kopf machen. So viel Ehrgeiz muss sein. Ich will ja nicht alles nachlesen. Dann könnte ich hier gleich das Lösungsheft aufschlagen, das ich übrigens irgendwo noch liegen habe, das offizielle. Und ich mochte immer die offiziellen Lösungsbücher von Nintendo. Die waren immer so schön gestaltet, hatten immer schön viel Bildmaterial, war auch immer sehr detailliert. Man hat also wirklich gut damit arbeiten können. Ich mochte die immer sehr gerne. Und ich fand es auch damals immer sehr bedauerlich, dass es für Banjo-Tooie keinen gab. Für Banjo-Kazooie gab es einen, für Banjo-Tooie aber nicht. Und ich finde Banjo-Tooie viel schwerer als Spiel. Deswegen habe ich mich immer gewundert, warum es davon keinen offiziellen Spieleberater gab. Das fand ich immer ein bisschen schade. Aber besitzen tue ich den von Ocarina of Time, von Majora's Mask habe ich den auch, von Super Mario 64 habe ich den, von Banjo-Kazooie habe ich den, von Donkey Kong 64 habe ich den. Und, ich glaube, das war's schon. Mehr habe ich auch nicht. So, wir haben unser Potenzial ausgeschöpft, jetzt kann es ins Eingemachte gehen. Ich trinke derweil einen Schluck Quellbrunnen. Leider keine Cola mehr da, heute ist Sonntag. Dim, dim, da, 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 dim, 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 tralalala, tri, tra, trullala, der Kasperle ist da. So, was machen wir denn mal zuerst? Die hier nämlich sucht nachher ihren Hund, in der Nacht ist das nämlich. Und das mit den Masken will ich auch unbedingt machen, aber das ist schon schwieriger, weil ich nicht weiß, wo die alle sind. Von ein paar Leuten weiß ich das so aus dem Kopf, von allen aber leider nicht. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Erstmal werden wir mit dem hier reden, der eine dicke Lippe riskiert. Yay! Oh ja, und das mit dem Bohnen muss ich ja auch noch machen. Ach je, wir haben so viel zu tun, das glaubt ihr gar nicht. Na, ihr glaubt das schon, ihr kennt das Spiel ja besser als ich teilweise. Zumindest habe ich ein paar Leute, die aktiv kommentieren, die das Spiel in- und auswendig zu kennen scheinen. Finde ich auch sehr schön. Oh nein, oh nö. Schon verkackt. So ein Dreck. Aber wenn ich es jetzt nicht verkacke, kriege ich wenigstens meine Münzen zurück oder kriege ein Freispiel. Das ist doch auch schon mal was wert. Das ist eigentlich nicht so schwer, ne? Fast! Ich darf es umsonst nochmal versuchen. Wie freundlich von diesem Budenbesitzer. Hier kommt auch Jahrmarktstimmung auf, Freunde der Sonne. Da will man doch direkt auf dem Jahrmarkt gehen und dort ein bisschen herumschlendern. Ich mag Jahrmärkte. Wenn die nicht so verflucht teuer wären, würde ich sie noch viel mehr mögen. Toll! Immer diese verflixte, sich bewegende
grüne Rubin. Dings. Ach Mann. Guck mal, das ist kein Problem. Die kriege ich alle hin. Oh. Hätte ich bloß nichts gesagt. Scheiße. Fast. Darf ich nochmal umsonst besuchen? Ja, super. Toll. Habe ich direkt verschossen. Aber ich habe, glaube ich, doch, ich habe es wieder bekommen. Gut. Ah, ich mag das auch, wie die zerschellen. Das sieht schön aus. Ist total unrealistisch, dass ein Rubin einfach so zerschellt, wenn ich da mit einer Feenschleuder drauf schieße. Aber es ist ja immer noch ein Videospiel. Da muss man nicht allzu viel mit Realismus die Sachen erklären. Och, komm schon. Alter. Verwalter. Stelle ich mich aber doof an. Oh. Ja, ja, ich darf nochmal. Oh, ja, komm. Mann, Mann, Mann. Ich schaffe das noch, Freunde der Sonne. In diesem Part, ich schwöre, auf alles, was mir heilig ist. Ist nicht besonders viel, deswegen ist da nicht viel drauf gegeben, aber trotzdem. Doch, mir ist schon ziemlich viel heilig. Unter anderem die heiligen drei Könige. Nee. Ich bin heute wieder lustig, ey. Ich könnte ja glatt auf der Bühne auftreten. Also, bin mindestens so lustig wie Mario Barth und Atze Schröder, die ich persönlich beide gar nicht lustig finde. Ey, leck. Leck. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Das ist doch nicht so schwer. Oh. Alter, ich benutze die Zwille auch wie so ein Bewegungslegastheniker. Ich glaube, einen darf man verschießen. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt kommt nämlich... Okay. Okay. Okay, das ist doch schon mal... Oh ja, jetzt die letzten beiden. Komm schon, Baby. Komm schon. Täusch mich nicht. Jawohl, ich bin begeistert. Ich auch, dass ich das tatsächlich geschafft habe. Jetzt kriegen wir eine höhere Munitionstasche. Eigentlich ist es total zwecklos, da wir ja auch sowieso momentan eher als Erwachsener durch die Gegend streifen. Das wäre sowas gewesen, was man am Anfang hätte machen sollen. Aber scheiß drauf. Scheiß der Hund drauf. So, jetzt will ich dieses Minenspiel machen. Ich weiß nicht, ob das tagsüber geht. Ich glaube, das geht nur nachts. Wir gucken mal. Ach, das geht doch tagsüber. Minenbowlingbahn. Oh, was? Hey, ein Kunde. Ich war früher mein Mann. Willkommen auf der bombigen Minenbowlingbahn. Was man hier gewinnt? Das bleibt zunächst mein Geheimnis. Genauso wie mein Geschlechtsorgan. Ich verrate es erst, wenn du für ein Spiel bezahlt hast. Ein Spiel kostet 30 Rubine. Willst du? Ja, komm. Okay. So, man kriegt nicht immer gleich das Herzteil. Oh, das habe ich fast vergessen. Das hier kannst du gewinnen. In diesem Fall ist es nur ein schnöder Rubin. Da muss man halt Glück haben. So, das ist gar nicht so einfach. Da muss ich mich erstmal wieder reinfinden. Das sind so Minen, die sich bewegen. Krabbelminen halt. Und wir müssen in die schwarze Mitte treffen. Das hat jetzt schon mal grandios nicht geklappt. Oh Mann, oh Mann. Das machen wir auf jeden Fall noch in diesem Part hier. Also das Herzteil. Egal wie lange es dauern wird. Da muss man hier auch, man muss die Wand mit einkalkulieren und die Hühner da vorne, die darf man nicht abballern, weil die Bombe scheitert an den Hühnern. Da kommt sie nicht vorbei. Ich bin echt blöd, ne? War das denn noch? Oder mache ich das so seitlich? Ich muss erstmal mich ein bisschen reinfinden, wieder ein bisschen reinfuchsen. Früher war ich total Profi in diesem Spiel. Aber der richtige Pro. Da habe ich das Spiel aber sowas von weggerotzt. Das glaubt ihr gar nicht. Sie riecht zu blöd zum Kacken gerade. Wie geht denn das nochmal? Was ist los? Ich kann das nicht. So vielleicht? Komm schon. Nee? Ja, das habe ich doch grandios geschafft. Da müsste ich jetzt normalerweise einen Rubin bekommen. Ja, ich will es nochmal machen. Oh, das kostet jedes Mal 30 Rubine? Ah, da kriege ich die Bomben. Okay, die habe ich nämlich noch gar nicht im Inventar. Das ist doch viel zu teuer, Mann. Ich kann das nicht. Das ist zu teuer. Ich werde gleich mit Sales jetzt arbeiten, weil es einfach zu teuer ist. Ich will doch nicht jedes Mal wieder Rubine sammeln. Das wird nichts, oder? Alter, was ist das denn? Bist du blöd? Entschuldigung. Oh, ich bin auch ganz schlecht in so räumlichen Denkprozessen. Wie auch immer ich das nennen soll. Mann! Mann! Das Ding soll sich dahin bewegen. Now! Vielleicht von hier? Das wird ja nicht leichter. Und dieses blöde Huhn da hinten.
Entschuldigung, irgendwie ist was im Hals wieder. Es ist schrecklich, es ist ein Fluch. Weißt du, ich kann den ganzen Tag reden wie ein Wasserfall. Und wenn ich denn aufnehme, da kriege ich auf einmal Probleme mit der Stimme. Ich meine, was soll denn der Scheiß? So, ich werde jetzt hier wegmachen. Und dann werde ich jetzt mit Sales-Sets arbeiten, einfach weil es zu teuer ist. So. Ja, geht in die Luft, geht in die Luft. Ja, komm. Ich will auch das Herzteil haben eigentlich. Ja, da ist es ja schon. Jetzt muss ich auch. So, ich habe gespeichert. Ich speichere nur am Anfang. Ich denke mal, das ist fair. Das wird sich später wahrscheinlich nach hinten verschieben, wenn ich merke, dass ich total dran verzweifle. So, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, von hier war gar nicht so schlecht. Der Winkel an sich. Wenn dieses scheiß Huhn da nicht im Weg steht. Aber das braucht dann mal ein bisschen, bis es wieder entkohlt ist. Hallo, ich bin der Helmut Kohl. Ey, das krieg ich nicht hin. Das geht nicht. Wartet mal, das muss doch gehen, sag mal. Ich bin doch nicht bekloppt. Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Wie oft ich Alter sage. Ich fühl mich schon fast wie ein Gangster, Mann. Ey, Digga. So, jetzt aber. Nee. So? Ja, das sieht gut aus. Ah ja. Man kann sich aber auch blöd anstellen. Ich glaube, das war total einfach. Und ihr habt alle jetzt schon eure Hände vors Gesicht geschlagen. Ach, das ist doch einfach hier. Da sind nur viele Hühner, ein dickes Huhn. Man muss das richtige Timing haben. Was ich jetzt in diesem Fall nicht hatte. Mann. So, komm. Das wird jetzt das Timing sein, was ich brauche. Geh weg da, du dickes Huhn. Alter, wo kommt dieses dicke Huhn her? Alter, ich bomb's weg, Mann. Ich mache tot. Beweg dich, du, mit deinem fetten... Hallo? Das riecht die Bombe, glaube ich, dieses Huhn, ne? Sobald die Bombe ankommt, dreht es sich. Nein, kleines Hühnchen, geh weg. Was ist denn das? Mano. Man kann das so schlecht einschätzen. Ich kann das nicht richtig rein einkalkulieren, ne? So, jetzt aber. Ja, geht doch. Yay! Herzlichen Glückwunsch! Das war aber auch ja knapp auf die letzte Minute. Das gewonnen! Yay! Geil. Geil, geil, geil. Da haben wir doch was geschafft in diesem Part. Ja, ein Herzteil, geil. Willst du nochmal spielen? Nee, du, lass mal stecken. Na gut, dann eben nicht. Weil jetzt kann ich eh nur noch Rubin oder so einen Scheiß gewinnen. Und die Krabbelbomben brauche ich auch nicht unbedingt. Das sieht ja auch so 80er-Jahre-mäßig aus, ne, hier drin. Alter Falter. Und die sieht so ein bisschen aus wie so eine Viva-Moderatorin, so eine typische. Finde ich so. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir den Hund irgendwie wegbringen. Aber das werden wir, glaube ich, erst im nächsten Part machen. Hallo Oma, wie geht's dir so? Das werden wir, glaube ich, im nächsten Part machen. Ich weiß nicht, welcher Hund das ist. Weil wenn es dunkel ist, dann strobert der Hund irgendwo herum, der kleine Oscar. Und den müssen wir dann dieser komischen Hängetittenfrau da geben. Ja, tut mir leid, die hatten mal welche. Und ja, das werden wir im nächsten Part angehen. Bis dahin natürlich alles Gute. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski. War ein grandioser Part, voller Fails. Das ist doch schön. So wollen wir das sehen. Bye, bye.